hop, hop, hop. Hop, André. Hop, André. Hop, 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 André. Hop, 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 hop. Hop, André. Hop, 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 hop. Heia, heia, heia. Hop, André. Hop, 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 hop. Hop, André. Also kann ich noch mitteilen, dass Crossläufer sollten sie Kleider oder Utensilien mithaben, wenn sie das irgendeinem Ort deponieren. Wir haben von daher eigentlich keinen Transport für Kleider, außer der von den Bergläufern. Und das ist das Fahrzeug, das unterhalb vom Posthotel steht. Bergläufer, denen tue ich es dann auch noch einmal sagen, die könnten unten ihre Kleider wieder holen. Und jetzt habe ich vorher eigentlich uri-tv.ch erwähnt. Er ist gerade da, der Christian Gehrig, und dort ein bisschen filmen. Also wenn Sie es heute Abend oder morgen schauen wollen, im Internet auf uri-tv, Teilstaffette 2009. Sie können sich dort noch filmen. Und Alter, viel Spass. Unterige Mannschaft. Ich bin schon hier. Ich bin noch nicht. Also jetzt kommt der Bergläufer hin und übergeht jetzt hier am Grossläufer und muss ins Ratzivieren laufen. Und das ist eine relativ happige Strecke für einen Grossläufer. Und wir haben bereits jetzt gesehen, die ersten paar Mannschaften, das sind alles absolute Spitzenathleten. Das haben wir gerade gehört. Das ist der nächste, der erste Tilko, also hier Supergapo. Da sind wir jetzt gespannt, was da läuft und geht. Im Moment ist unser Team relativ gut drin, der erste oder zweite. Und wir hoffen, das geht so weiter. Als erstes am Grossleister erklärt uns, dass der David Jörn von Adrian Stutzel, Startnummer 1. Als nächstes kommt Startnummer 76. Das ist der Gabriel Lombrise, der am Sebastian Hägler übergibt. Es ist der Sebastian, den anderen. Jawohl, der kommt bereits. Startnummer 39 ist das. Jawohl, das ist 39. Der Unterwalter, der Patrick Meile, der am Egon Auchli übergibt. Startnummer 39. Anna Manfred. Und dann kommt schon Startnummer 3. Das ist der Inhold Sport Adidas Team. Alle miteinander. Hallo. Das ist ja pure TV. Darf ich mal fragen, wie es gegangen ist? Ihr seid ja volle Pulle aufgezickelt. Ja, das war griffig und das war schön. Es war echt trocken. Trocken halt. Den ersten Meter weg können wir das Bier brauchen. Ja. Und dann war es genau meine Strecke und ich konnte durchheben. Ja. Ja, ja. Es ist eine schöne Radstrecke, kurz für mich, aber ich bin zufrieden. Zufrieden war. Dico Vello, danke. Team Unterwalder. Ich kann da nur bestätigen, was er gesagt hat. Ich habe auch von Anfang an ein trockenes Mund gehabt. Aber es ist eine super Strecke und ersatzwürdig.
ist ja extrem stark. Und da oben neben war ein bisschen Autobahn, Formel 1. Aber ist ja auch heute, oder? Ist ja heute, gell? Mhm. Nein, ist super gewesen, ja. Okay, danke vielmals. Geht gell? Was. Der Beat Plättler hat in der Nachricht übersatz. Wer habt ihr euch vorbereitet? Ich gehe dreimal sicher in der Woche laufen. Ja. Das Lauftraining von mir aktiv ist. Okay. Und dann ist man eigentlich bereit, oder? Wenn man das dreimal macht in der Woche, macht man schon ab, oder? Ja, sagt man, ich hoffe es. Ja. Wir machen das auf Uri TV. Okay. Wenn wir dann aufladen und ein bisschen Meinungen und Eindrücke von denen haben, die springen, oder? Jawohl! Also wir haben noch vor zwei Wochen eine Türenwoche, 4000er. Ich hoffe, wir nicht sehr gleich sehen Training. Eben, so ein Stückchen, ja. Ja, genau. Die Damen in Kuhingen, die sind folgendermaßen von Schatten gegangen. Dort hat man ja vom Bergleifer an Grossleifer übergeben. Bei den Herren dort in Vierig, in Uhringen noch gesehen, ist Team Roletto vor dem Team Goldwurst. Das sind die Baseländer, die heute hier in Führer reingekommen sind, vor dem Team Urner Wochenblatt und als vier Zürcher gewechselt hat das Team Imholtzsport Adidas. Bei den Mixed Teams dort ist das Team von der Raiffeisenbank Uri als erstes Uergen vorbei vor dem Team von den Urbikers. Und bei den Damen dort sieht es immer noch so aus, dass die Sportgruppe Rigi mit der Startnummer 251 zuvorderst an der Position ist. Und jetzt haben da bereits schon die ersten Herrenteams im Razzi oben gewechselt. Dort der Wechsel vom Grossleifer zum Talleifer, der 3,2 Kilometer wieder durchabsäckelt und dann wieder am Biker übergibt. Und dort hat es wieder einen Wechsel gegeben und aus Ihrer Sicht einen erfreulichen. Das Team Imholtzsport Adidas hat nämlich die Vierung können übernehmen auf dieser Strecke und hat auf dem Razzi oben vor dem Team Goldwurst gewechselt. Ist als drittes gewechselt hat dann der Vorjahres- oder respektive der Sieger von vor drei Jahren das Team Roletto vor dem Team Unterwaldner, wo sich jetzt neu haben können, auf den vierten Platz. Vier Schiebe. Das ist im Moment der Zwischenstand im Razzi mit dem Team und dem Damenteam. Und dann wieder im Unterschäfchen mit Radfahrerinnen und Radfahrer wieder in Wettkampf rein. Und schlussendlich gibt es dann noch Schlussläuferinnen und Schlussläufer. Und dann waren da die Masten gesehen, da waren drüber gegangen und der Velofahrer oben durchgegangen. Hier in Bürgle an der 29. Tauschstaffette live dabei, der Walti, Tresch und Tevisi kommen sind.